Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Sniper Elite 5. Hier auch heute dabei unser Ballerburger. Hallo. So, was müssen wir jetzt? Müssen wir so eine Batterie müssen wir jetzt ausschalten, wa? Aber hohes Gras ohne Ende. Hier ist wieder Nahkampf angesagt. Wie viel frisst die denn? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben uns gesehen. Gesehen. Alarm. Und hier geht's hoch. So, jetzt ist Fratzengeballer angesagt, Kollege. Ja. Wieder lebt noch. Das ging ins Auge. Ich denn hier wieder? Scheiße! Warte. Da hat sich doch glatt einer hinter mir geschlichen, ey. Hier sind aber ganz schön viele, oder? Verdammt, und die können durch die Büsche einen sehen und du siehst nix. Hier hinter mir sitzt einer, hinter dem Busch. Offizierkill, geil. Oh, den konnte ich noch selber einen verpassen. Mal gucken, wer die scheiß Granate hier hochgeschmissen hat. Der muss ja irgendwo hier unten gesessen haben. Da sitzt er, ich sehe dich. Ja, ich. Kann ich leider nicht aufgabeln. Tut mir leid, Uwe. Musste gerade selber vor so einem scheiß. Vor so einer scheiß Handgranate weglaufen. Ja. Das ist ein bisschen doof. Mittlerweile frage ich mich echt, ob ich hier mit. Alter, du sitzt hinterm Busch und die schießen einfach durch den Busch durch. Ja, wenn sie dich gespottet haben, ist Ende. Und du siehst nichts von dem. Aber gut, die Feinde sehen dich meist auch nicht, ne? Und die kriegen mehr Kugeln ab als wir. Nee, der hat mich durch den Busch beschossen. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Da frage ich mich, wie der mich gesehen hat. Let's go. Hier noch eben die ganze Gegend. Hier ist irgendwo noch einer. Da schießt einer hinter uns irgendwo. Oh, ich habe Panzerfaust gefunden. TNT. Gehen wir hier wieder runter. Wo komme ich hier raus? Irgendwo. So, Feierabend. Hallöchen, Puppüche. Warte mal, der Offizier war doch hier. Nicht sprengen. Die Offiziere, die wissen, was die anderen nicht wissen. Und der liegt hier irgendwo. Da habe ich den Frack geschossen. Hier, das muss der hier oben sein. Ja, dann hat er bestimmt auch den Schlüssel dabei. Ja, muss. Wer denn für einer? Hier ist einer mit weißen Uniformen gewesen. Marine, wa? War wahrscheinlich der Chef vom U-Boot. Das sind die Wissenschaftler. Nee, das war so richtig einer Marine-Outfit. Richtig mit Kapitänsmütze. Verband. Ach, die sind die Japaner. Okay. Die haben ja im Zweiten Weltkrieg zusammengespielt. So war das ja. Da war ja was. Naja, ich finde den Offizier nicht mehr wieder. Helfen wir mal ganz kurz zum Suchen. Der muss hier irgendwo liegen. Hier irgendwo haben wir den umgeholzt. Da, hier liegt er. Ja, das muss er sein. Jo, Hellamine. Japaner. Hast du gefunden? Sprengfalle. Ach komm, mach mal ein Loch rein. Heute ist mir nicht nach Suchen. Messer im Bauch, danach machst du nichts mehr. Hier irgendwo schleicht noch einer rum.
Alter! Was hat mich jetzt frack geschossen? Du hast auch nicht geballert, Kollege? Schießt er mir in die Bauchdecke, ich glaube, es hackt. Absolut keine Manieren, diese Deutschen. So, ich mach den Tresor offen, ne? Nur dass du Bescheid weißt. Hier gibt's was umsonst, Uwe. Schau dir das an. Lunte. Die Lunte brennt. Hast du noch Besuch bei dir? Kann das sein? Katsching. Ding, ding. Panzerbrechner. Und was Brauchbares gefunden? Ja, eine Pistole. Ist Schrott, aber damit kann man arbeiten. Sie schießt. So, wir müssen hier lang, ne? Kommen Sie, kommen Sie. Durch die Walachei. Habe ich das Ding da hinten markiert? Ja, da müssen wir lang. Genau diese. Meine entzündeten Augen da hinten. Da hat einer absolut keine Ahnung, was ihn gerade erwartet. Das ist alles im Arsch. Wenn er nicht gelandet ist, dann ist er noch am Fliegen. Gefällt mir hier aber gar nicht. Ein ganz offenes Feld hier. Hier sind auch Scharfschützen. Mhm. Wenig ein Schlitzauge hier. Nee, die sind unterirdisch in den Bunkern hier. Ach Gott. Das sind alles die Schützengräben. Da vorne können wir rein. Ich bin im Graben. Ich auch. Oh, hier ist eine Sprengladung. Alter, was hast du denn da jetzt gemacht? Du warst kaputt geschossen? Von wo hat denn jetzt hier einer geschossen? Einer hat eine Granate nach dir geworfen. 2 Sprengladungen habe ich jetzt. Erstmal nicht. Erinnern Sie nur die Leute daran, dass ich Sie von diesem Inselparadies direkt nach Russland schicke, wenn Sie das Geschoss auch nur anmiesen. Zu Befehl! Alter! Sprengen die sich selber in der Luft, kann das sein? Da schlägt einer Alarm, mach was! Ich weiß nicht, ich bin hier gerade im unterirdischen Bunker drin. Ein Gewaltentreffer. So, und jetzt wissen die Herren, dass wir da sind. Nothing else. Und wer hat denn hier die Offiziersmütze getragen? Das warst du doch, ne? Tresorkombination. Oh. Bin spät. Bin die hoch. So, ich sabotiere eben das Geschütz. Mach das. Was ist denn hier für die Action? Ich komm rum. Oh. Die laden die Blauen nach. War mal ein Ofenrohr. Ja. Überleg dir mal, was da Wumms hinter sein muss. Weil das ist ja richtiger Waffenschein. Oh ja. Weißt du? Dass der berstet. So, das Ding haben wir auch. Oh, wir haben was übersehen. Ne, Quatsch, Gebiet verlassen. Hohoho.
Lars Baumann, hier vorne ist noch was? Munitionsbunker, lagern Sprengstoff. Ich würde sagen, da machen wir mal auf, oder? Ja, wir müssen noch den einen hier abschießen. Ja, den holen wir uns noch. Da macht er mal keinen Kopf. Den gehen wir jetzt direkt lüften. Wir haben sogar einen Haupteingang, den hätten wir auch nutzen können. Hier ist kein Arsch. Hab ich dich, Jimbo. Die hat er sich immer genüsslich durch den Kopf gehen lassen. Ja, das ist wie Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wie? Hohes Gras, die Deutschen kommen. Laber nicht. Oh, das ganze Gesicht weg. Welche ein Pflaster auflegen und dann kann der Spaß direkt weitergehen. So, die guten Bunkern hier. Dynamit. TNT. Ach du Scheiße. Ja. Kann man hier ein Feuer legen? Nein! Oh, 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 oh. Gut. Was ist das eigentlich? Was machst du denn da schon wieder? Ich schubse Leute vom Dach. Fall da jetzt nicht runter. Das hätten wir erledigt. Was haben wir denn hier? Verfallener Bauernhof. Da kann man auch noch mal gucken gehen, wa? Komm, wir holen uns den Kollegen hier vorne. Der kann ja eigentlich gar nicht mehr weit sein. Das geht hier aber ganz schön steil runter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Fall ich durchs Dach? Ja, ich fall durchs Dach. Bauchschuss. Der belebt, das kannst du mir glauben. Schön die Treppe runter. Construction site. Whatever they're building. Der Kollege steht denn heute auf unserer Abschussliste. Wie sieht denn der aus? Wir bringen sie einfach hallo. Must be behind schedule. Würde ich auch sagen. Setback Construction. Sicher ist nichts verkehrt. Genau. Oops. Out of action. Corner should keep the Nazis busy. So, jetzt müsste doch hier eigentlich jeder wach geworden sein, ne? Warte, hinten sehe ich was. Oh, 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 oh. Oh, der hebt aber ab, wa? Hat das gebumst, ja. Ey. Guck mal, ob du den Guten hier siehst, ob du irgendwo ein Köpfchen hochgucken siehst. Der kann an sich nicht weit sein, der Kollege. Vamos. Da schießt was. Ah. Alter, der will einfach nicht sterben. Den habe ich Fratze gemacht, alles gut. Da war aber, glaube ich, noch einer, ne? Ja. Wo ist der? So viel Rauch, ich kann da gar nicht durchgucken. Hier bei mir. Zwei weg, der dritte rennt hier noch rum. Irgendwo bei mir um die Ecke. Den müsstest du sehen von deinem Winkel aus. Ich hab ja auch noch einen. Da hinten kommt noch einer. Genau der. Ja, das sind zwei. Aha! Lars Baumann.
Der Gute stand da auf der schwarzen Liste. So, Messer. Hans Getzi Messer. Hier war doch gerade noch einer, hat sich auf dem Scheißhäuser versteckt. Nee. Wo steckst du? Er stand auf der Abschussliste und jetzt steht er auf der Beerdigungsliste. Im Kampf. Einen von uns hat er gesehen. Hier trödelt doch irgendwo noch einer rum. Und wo hast du mich jetzt angeballert? Dafür piekse ich dich. Oder auch mich. So, wir können abhauen. Das waren sie. Alles sauber. So, wo haben wir das denn? Nächste Gebiet geklärt. So, ich habe uns was markiert. Ich würde sagen, wir düsen mal direkt ab, ne? Muss ich jetzt überhaupt lang? Was bin ich? Ich bin der Weiße, war ja. Die Richtung, die Richtung. So, ich begebe mich zum Ausgang. Vielleicht sehen wir irgendwo noch so einen Nazi hier rumschlummern. Hier richtig? Hier können wir durch. Hoffe ich zumindest. Ja, da vorne ist der Ausgang. Ja, warte, ich komm. Alter, da steht doch noch einer. Hol ihn dir. Das sind zwei, so wie das ausschaut. Kundschaftet. Hast du ihn erwischt? Oh, ich habe hier noch ein paar Sachen abzuholen. Hier sind noch Liste. Nimm mit. Das ist gut. Was haben wir denn? So, können wir raus? Oberst habe ich hier noch. Soweit ist der Ober ja gerade nicht. So ein Oberst mit einer Tellermine. Hast du aufgeräumt? Gut, alles ich gehe so zum Ausgang, ne? Jo. Alles klar. Oh, gerade noch pünktlich fertig geworden. Tellermine, TNT-Granate. Ach, guck mal, man kann sogar eine Haftgranate machen. Die kann man schmeißen, die bleibt kleben, oder wie läuft das? Müsste so eigentlich, ja. Muss ich gleich mal ausprobieren. Das wäre natürlich geil, wenn das an jemanden dran wärst und der kriegt das gar nicht mit. Missionsgrenze, bin ich ja falsch? Warte mal, ich muss hier zwischen, wa? Hier irgendwo hinter. Ja, hier oben ist es. Hallöchen, Popöchen. Returned with intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Katz. Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reisen doch nicht um die halbe Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden. Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit. Take it, Baby. Alle drei Sterne wieder abgeräumt. So gehört sich das. Ja. Attrappe. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit nach heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Sniper Elite 5. Es bleibt spannend. Bis die Tage.